ich freue mich sehr, dass wir heute hier Michael Vassiliadis begrüßen dürfen. Wir, das ist das FAIR Artificial Intelligence Recruiting Projekt. Wir beschäftigen uns damit, wie Auswahlalgorithmen fair gestaltet werden können. Und das tun wir einerseits wissenschaftlich zusammen mit der Universität Köln, aber auch in der Kommunikation. Das heißt, wir möchten gerne mit verschiedenen wichtigen Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Politik darüber sprechen, was faire Auswahlalgorithmen eigentlich bedeuten und welche Chancen und vielleicht auch Risiken es gibt. Und da freue ich mich einfach außerordentlich, dass Sie heute, Herr Vassiliadis, bei uns sind. Herr Vassiliadis, stellen Sie sich doch vielleicht einmal selber vor. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und das Gespräch über dieses wichtige und interessante Thema. Ich bin Michael Vassiliadis, der Vorsitzende der IGBCE, was ausgeschrieben Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie bedeutet, also eine große Industriegewerkschaft, die sehr stark in den ersten Stufen der industriellen Wertschöpfungskette, Öl, Gas, Chemie, Pharmazie etc. agiert, sehr große Unternehmen, die natürlich auch Personalrecruiting betreiben. Wir haben in Deutschland, darauf sind wir stolz, eine Mitbestimmungskultur, also haben wir damit auch ganz unmittelbar zu tun. Und deswegen ist das Thema, das hier erforscht wird, erstens in der Sache, was Gerechtigkeit und Fairness bei solchen Verfahren anbelangt, natürlich extrem wichtig, aber auch der Erfolg der Unternehmen hängt ja davon ab, dass sie die besten und richtigen Leute nicht nur in einer Dimension Erfahrung kriegt, sondern eben multidimensional. Deswegen freut mich sehr, dass wir heute darüber sprechen und dass Sie das erforschen, ist wichtig und gut. Herr Vassiliadis, ich würde gerne mit einer etwas breiteren Frage einsteigen. Sie haben in Ihrem Zukunftskongress Perspektiven 2030 plus einen Blick auf die Arbeitswelt der Zukunft geworfen. Und ich würde Sie gerne fragen, glauben Sie, dass wir in Deutschland unter dem Gesichtspunkt Digitalisierung für die Arbeitswelt der Zukunft gut aufgestellt sind? Ich glaube, dass Deutschland auf der einen Seite eine Menge Stärken hat. Ich bin aber genauso überzeugt, dass wir die Stärken nicht so sehr im Fokus haben, wie wir sie haben sollten. Also das ist die Seite von Stärken. Also wir haben eine eigenständige, erfolgreiche Kultur industrieller Beziehungen. Wir haben einen Umgang mit technischen Innovationen. Das ist ja dieses German Engineering, was gerne erwähnt wird, das eben qualitativ, aber auch sachlich diese Fragen versucht, auch zu einem Qualitätsprodukt zu führen, bevor man es vielleicht einfach auf den Markt wirft. All diese Dinge haben ja Made in Germany lange geprägt, tut es immer noch, aber ich glaube, wir sollten ein bisschen darauf achten, dass wir diese Stärken nicht zu leichtfertig anderen Modellen, die eben auf Geschwindigkeit und auf schnelle Innovationen setzen, Amerikaner tun das auch gerne, manchmal auch mit sehr viel Erfolg, aber dass wir da sozusagen unseren Stärken auch entsprechende Aufmerksamkeit schenken. Das Zweite ist, das haben unsere Szenarien auch gezeigt, wir haben natürlich auch Schwächen, wie jede Volkswirtschaft und Gesellschaft, über die wir auch gerne und ausgiebig diskutieren, nur angehen tun wir sie aus meiner Sicht nicht immer engagiert genug. Eins davon sind die Schwächen bei allen Stärken des Bildungssystems. Also wir sind eine Gesellschaft vor einer besonderen demografischen Herausforderung. Eigentlich müsste man sagen, wir setzen alle Kraft da rein, dass eben in einer Wissensgesellschaft jetzt auch alle Potenziale aktiviert werden. Ich will mal sagen, das passiert, aber es passiert aus meiner Sicht deutlich zu langsam, deutlich zu unambitioniert. Und das liegt nicht nur an der Frage, ob wir im föderalen System zu viel Koordination haben, sondern es ist eine Frage, ob Politik, ob Gesellschaft, manchmal auch die Eltern, ob sie die richtigen Prioritäten setzen. Da würde ich mir wünschen, dass wir diese Debatte engagierter führen, weil, und damit will ich das dann zusammenführen, wir haben eine gute Chance, in einer guten Zukunft mit Technik, mit Verantwortung, mit Nachhaltigkeit, all die Dinge, die wir diskutieren, eine wichtige Rolle für diese Welt und für diese Gesellschaft zu spielen. Das kommt aber nicht von alleine und das kommt auch nicht alleine durch Parteitagsbeschlüsse. Also wir müssen diese Gesellschaft mit ihren Ressourcen aktivieren. Da kann ich mir mehr vorstellen, als wir im Moment erleben. Jetzt ist die IGBCE ja auch selber eine große Organisation und ich weiß, dass sie für einige Schlüsselpositionen auch sehr gewissenhaft Assessment Center durchführen und sich viele Gedanken darüber machen, welche Eigenschaften Kandidatinnen und Kandidaten mitbringen müssen, damit sie Effektivität in ihrer Organisation entfalten können.
Was gehört unter diesem Gesichtspunkt da für Sie zu einer modernen Personalwirtschaft dazu? Nun ist die von Ihnen angesprochene Personalrekrutierung in Non-Profit-Organisationen in der Politik hat natürlich eigene Gesetzmäßigkeiten. Ich sage das deshalb, weil natürlich die Rekrutierung in großen Unternehmen häufig standardisierter ist, häufig auch in gewissen Säulen sogar international vergleichbar. Das hat Vorteile und Nachteile. In politischen Organisationen ist sozusagen das Spektrum dessen, was Sie erwarten, breiter. Und als ich das eingeführt habe, das habe ich als junger Verantwortlicher für HR in der IGBC gemacht, dann gab es durchaus eine kritische Diskussion. Kann man überhaupt etwas sozusagen systematisieren und mit Qualitätskriterien einer politischen Organisation versehen? Ich sage sehr deutlich, ja. Gibt es dennoch außerhalb dieser dann messbaren und auch erkennbaren Punkte Parameter, die man auch berücksichtigen muss, sage ich auch ja. Ich will mal ein Beispiel sagen. Wenn Sie keine intrinsische Motivation haben, in einer politischen Organisation arbeiten zu wollen, das gilt übrigens auch für Kirchen und andere, wenn Sie das vom Grundsatz her als Job nehmen, dann können Sie vielleicht in der Verwaltung arbeiten, aber nicht im Herzen dieses Auftrags. Also Sie brauchen eine Überzeugung. Und diese Überzeugung haben Sie oder Sie haben sie nicht. Das können Sie zwar auch feststellen, aber das hat mit Measuring nichts zu tun. Das ist einfach eine Frage, ist das glaubwürdig und ist es vorhanden? Wenn man das mal voraussetzt, gibt es natürlich auch Leute, die haben, wie man so gerne sagt, das Herz am richtigen Fleck und auch die richtige Überzeugung, aber sie haben vielleicht trotzdem nicht die Voraussetzung, dann in einer komplexen Aufgabenstellung diese Überzeugung einzusetzen. Das ist der zweite Teil, den habe ich dort in diesem Assessment für unsere Anforderungen kreiert damals und es ist jetzt weiterentwickelt. Das heißt, was tun wir dort? Und das ist für uns wichtig und für den Kandidaten oder die Kandidatin, die sich bewirbt. Wir versuchen, Alltagssituationen zu schaffen in diesem Assessment, um für alle ein messbares Ergebnis zu haben. Hat diejenige oder derjenige das Potenzial? Was kann man vielleicht noch mit Weiterbildung und mit Investitionen in die Leute tun, um sie dorthin zu bringen? Also alles in allem will ich mal sagen, in einem Bereich politischer Organisationen, wo normalerweise aus meiner Sicht zu wenig harte, sachliche HR-Kriterien eine Rolle spielen, haben wir angemessen das implementiert. Sind wir da sozusagen perfekt? Nein. Also das Einzige, was ich berichten kann, ist, dass wir, ich würde mal sagen, gut über 90% Erfolgsquote mit denjenigen haben, die zu uns gekommen sind. Bin ich sicher, dass alle, die wir nicht genommen haben, es nicht hätten auch machen können? Natürlich nicht. Vielleicht hätte man sie weiterentwickeln können. Aber das kann man natürlich nicht immer beantworten. Wir haben ja auch nur eine gewisse begrenzte Zahl an Stellen am Ende. Aber ich bin sehr, sehr überzeugt, dass gerade in diesem Non-Profit-Bereich zu wenig Wert darauf gelegt worden ist. Es gibt aber einen Punkt, den will ich unbedingt unterstreichen. Wenn wir die richtigen Leute zusammenbringen mit Intrinsik und auch unserer internen Weiterbildung, wir machen da sehr viel, dann müssen Sie sehen, ich bin ja selbst einer davon. Sie bringen Leute mit dieser Motivation und dieser Kraft, die am Ende verspüren für die Sache, zu Selbst- und Weiterbildungsleistungen, die können Sie formal gar nicht in Anführungszeichen motivieren oder erzwingen. Das heißt, wir schaffen es ja durchaus, Persönlichkeiten auszubilden und auszuprägen. Die sitzen dann Leuten gegenüber, die alle formalen Kompetenzen von mir aus auch weltweit eingesammelt haben. Darauf sind wir auch stolz. Ich habe hohen Respekt vor allen anderen Bildungswegen, aber ich habe auch Stolz und Überzeugung davon, dass wir Leute, die formal gar nicht die Voraussetzungen haben, wenn sie starten, zu sehr überzeugenden, in dem Fall Gewerkschaftern, aber manchmal auch Managern machen können. Also insofern ist das, glaube ich, insgesamt eine Erfolgsgeschichte. Das ist dann das Thema Durchlässigkeit, ja, auf das wir gleich im weiteren Verlauf auch nochmal zu sprechen kommen. Bevor wir das tun, würde ich gerne nochmal ein Stichwort in den Raum werfen, das heute auch viel in der Gesellschaft diskutiert wird. Das ist einerseits das Stichwort Diversity und auf der anderen Seite das Stichwort Diskriminierung. Wie würden Sie bewerten, welche Rolle spielt Diskriminierung aktuell noch in Einstellungsprozessen? Ich glaube, dass
aktive, offene und erkennbare oder vielleicht für denjenigen, der die Entscheidung trifft, für sich selbst erkennbare Diskriminierung sehr stark in den Hintergrund geraten ist. Aber dass natürlich sozusagen kulturelle, systemische Prägungen aus Unternehmenskultur und so weiter wirken. Dazu gibt es ja auch ausreichend Untersuchungen. Das heißt also, können wir auch ausschließen, dass mittelbare Diskriminierung oder unbewusste und ungewollte Diskriminierung wirklich ausgeschlossen wird. Ich glaube, da gibt es noch einiges zu tun. An einigen Dingen kann man es ja auch unmittelbar erkennen. Also natürlich gibt es das Problem, nehmen wir mal die Industrie, dass wir quantitativ unter den Beschäftigten zu wenige Frauen haben, die sozusagen sich entwickeln konnten in der Vergangenheit. Und nunmehr, wo es eine Diskussion um Führungskräfte gibt, ist sozusagen die Normalgröße schwierig zu handeln. Okay, das kann man ausrechnen. Ist es ein Grund dafür, dass so wenige Führungskräfte sind? Nein. Ich glaube, dass zwei Dinge wirken. Klar, die Gruppe der Männer ist immer größer und damit auch der Potenziale. Aber es gibt auch Filter, die die Argumente so sortieren, dass am Ende sie passen. Und das Zweite ist, wenn Sie etwas verändern wollen an Diskriminierung, brauchen Sie mutige Entscheider. Weil natürlich kann das auch mal schief gehen. Und auch da gibt es eine Diskriminierung. Wenn es bei einer Frau schief geht, ist das eine Bestätigung von etwas, was irgendwie in der Gesellschaft vorhanden ist. Bei Männern, na gut, ist derjenige vielleicht betroffen, aber es wird nicht als Gender-Thema behandelt. Wenn man mal zu der Frage kommt, wirken Migration, dann wirkt natürlich keine Migration aus der Schweiz und auch nicht eine von mir aus Belgien oder USA. Aber sobald sozusagen sichtbare Fremdländigkeit oder kulturelle Diversität zu tragen kommt, wirkt das. Vielleicht noch nicht mal in modernen Arbeitsteams, aber mindestens im familiären Umfeld, und das hat alles eine Auswirkung. Also ich glaube, dass wir weit davon entfernt sind, dass Diskriminierung verbannt ist. Ich glaube, dass man das sachlich und nicht moralisch angehen muss. Deswegen brauchen wir Messpunkte und Wissenschaft. Deswegen ist das Projekt ja auch so wichtig. Die andere Frage ist, Diversität automatisch gut? Das ist ja die andere Frage. Ist sie gerecht? Ja. Ist sie gut? Das kommt, glaube ich, darauf an, dass sie nicht als Einzelthema behandelt wird, sondern wirklich definierbarer und bewusster strategisch diese Unterschiedlichkeit auch genutzt wird. Wenn sie einfach nur da ist, kann man die Stärken von diversen Teams und diversen Arbeitszusammenhängen nicht wirklich nutzen. Also es gibt so eine Debatte in großen Unternehmen, die wird geführt, wir brauchen unbedingt in Führungspositionen ausländische Führungskräfte. Wogegen ich überhaupt nichts habe. Meine Frage war immer, warum? Und dann ist die Antwort, das gehört jetzt dazu. Und dann habe ich gesagt, ich habe immer noch nicht verstanden, warum. Das ist einfach zu wenig, weil das wieder nicht automatisch Sinn gibt. Und ich glaube, dem müssen wir uns jetzt nähern. Das kommt immer noch aus einer Begründung von Gerechtigkeit, die ich natürlich sehr wichtig finde und ich bin auch dafür. Aber das reicht ja nicht. Es muss ja trotzdem auch Sinn geben und funktionieren. Ich glaube, da ist noch viel zu tun. Und jetzt haben Sie gerade auch schon angesprochen, manchmal merken Menschen gar nicht, dass sie diskriminieren. Das Stichwort in der Forschung dazu lautet unconscious bias. Das heißt, ich sehe einen Lebenslauf, vielleicht von einer Frau oder von einem Menschen mit Migrationshintergrund, und ich habe sofort Assoziationen dazu. Ich habe sofort einen Eindruck von einer Person, selbst wenn ich mir vielleicht vorgenommen habe, neutral zu sein und mit einem ganz gerechten Blick mir verschiedene Lebensläufe anzuschauen. Gerade unter diesem Gesichtspunkt, dass es vielleicht manchmal gar nicht möglich ist, diese Neigung des Menschen zu kontrollieren, glauben Sie, dass Algorithmen da auch die Chance bieten, eine gerechtere Personalauswahl zu erlauben? Also absolut, wenn es ein guter Algorithmus ist. Also ich sage mal, das Problem überträgt sich ja auf die Technisierung. Ich glaube, dass das, was dahinter steht, fast auf jeden Menschen zutrifft. Also ich habe mich wirklich bemüht, bei meinen Entscheidungen alle möglichen Dinge immer irgendwie ganz sachlich zu machen. Bin ich sicher, dass mir das gelungen ist? Nein.
Ich weiß es einfach zum Teil nicht, weil man natürlich seine eigenen Prägungen, die können mal so und so rum sein. Man muss nicht ganz konservativ sein und kann trotzdem Prägungen haben. Ich glaube, dass eine Messbarmachung, wie auch immer, ob jetzt IT-basiert oder logarithmusbasiert oder wie auch immer, auf jeden Fall hilft bei der Versachlichung. Aber Sie sprechen natürlich einen wichtigen Punkt an. Das gilt für die gesamte Digitalisierung. Sind wir am Ende in einem breiteren Kontext in der Lage, zu verstehen und zu beurteilen und zu beeinflussen, wie ist denn jetzt der Algorithmus, wenn der selber natürlich in sich quasi, weil geprägt von mir aus amerikanisierten Blickwinkel aus großen IT-Unternehmen, dann könnte das natürlich die nächste Diskriminierung sein. Das heißt, es ist eine Frage, wie. Ich glaube, dass da eine große Chance drin stecken kann. Dazu ist vielleicht ganz interessant, dass wir in der Fachkraft 2030-Befragung, das ist eine sehr, sehr große Studierendenbefragung, mal einfach junge Leute gefragt haben, wie seht ihr das, wenn ein Unternehmen algorithmische Recruiting-Verfahren einsetzt? Und da haben wir was Spannendes rausgefunden, nämlich wenn man das Ganze begründet und sagt, dass solche Verfahren eingesetzt werden, um Diskriminierung zu verhindern, dann ist es tatsächlich so, dass eine Mehrheit der jungen Menschen es tatsächlich präferiert, entweder von einem Algorithmus alleine oder von einer Kombination aus Mensch und Algorithmus bewertet zu werden. Also das glaube ich auch gerne, weil die Erfahrung, glaube ich, fast aller, sei es in der Schule, sei es bei Einstellungsgesprächen, wie auch immer, oder auch bei der Auswahl für den Studienplatz, der jetzt schon sehr stark IT-basiert stattfindet, es bleibt am Ende bei einem direkten Mensch-Mensch-Entscheidungssystem, am besten noch in einem Interview und fertig, bleibt es natürlich auch bei der Vermutung von sehr subjektiven Dingen. Also hat man selber guten Tag gehabt, hat man einen guten Eindruck. Also diese ganze Frage, welche Wirkung hat man, welchen Eindruck hat man, welchen Auftritt hat man, überwiegt dann ja sehr stark. Deswegen bin ich selber auch unser Assessment ist ja sowas Ähnliches. Wir versuchen einfach, Sachlichkeit hineinzubekommen, sehr daran interessiert, solche Informationen zu bekommen. Dürfen es die einzigen sein? Ich habe dazu schon was gesagt. Ich bin im Moment nicht in der Lage zu durchblicken, wie werden die Parameter für die Algorithmen wirklich geschaffen, und ich habe nicht den Eindruck, dass das schon in einem Zustand ist, wo ich umfassendes Vertrauen habe. Ich sage mal ein Beispiel. Mein Sohn hat sich beworben für einen Ausbildungsplatz und es gab dann Unternehmen, die noch nicht mal die Bewerbung angenommen, weil sie in einer ersten Stufe, weil sie eben sehr viele Bewerbungen hatten, das machen viele große Unternehmen, quasi schon nach den Kriterien, die man heranziehen kann, Durchschnittsnoten bei der Schule und so weiter, quasi eine Selektion vorgenommen haben. Und das empfand er, aber auch ich, als hochoberflächlich. Natürlich ist das eine Kostenfrage und guckt man sich tausende von Bewerbungen an, wenn das Verhältnis Ausbildungsplätze zu Bewerber 1:8, 1:10 ist. Ich verstehe das, aber ich glaube, dass man auch damit zum Ausdruck bringt, dass man sehr, sehr oberflächliches Verständnis von erster Selektion hat. Und da, glaube ich, sind wir noch nicht weit genug. Die Produkte am Markt gibt es und die seriösen Unternehmen kombinieren es immer mit einem zweiten Blickwinkel mit. Und ich glaube, dass wir durchaus auf eine Zukunft zusteuern, wo das Thema weiterentwickelt wird und das Measurement sozusagen vielleicht noch Dinge enthalten wird, an die wir heute noch gar nicht denken. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir am Ende die Entscheidungsunterstützung wollen, aber nicht die Entscheidung durch die Maschinen, ist jedenfalls für mich im Moment der Blickwinkel. Was bedeuten Recruiting-Algorithmen für die Mitbestimmung? Die Mitbestimmung hat ja durch das Betriebsverfassungsgesetz die Rolle zugesprochen, Auswahlverfahren auch mit zu überwachen beziehungsweise da auch ein Auge drauf zu haben, dass da gerechte Verfahren eingesetzt werden. Wie würden Sie das sehen? Das ist eine große Herausforderung. Übrigens aus meiner Sicht für beide Seiten, auch die HR-Teams, die dann ein Standardprodukt zur Rekrutierung auswählen, da kann man dann auf einer sehr oberflächlich-technischen Ebene verstehen, was da an Selektionsmechanismen wirkt, aber am Ende macht die Maschine das. Und es ist die Frage, wie am Ende die Mitbestimmungs- und Zusammenarbeitskultur ist, nochmal zu sagen, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Also nehmen wir mal ein Beispiel, ich habe das schon erwähnt,
das Selektieren einer großen Zahl von Bewerbungen, bevor sie überhaupt in den Prozess der Mitbestimmung kommen. Die beginnt ja erst dann, wenn die Bewerbungen konkret auf dem Tisch liegen. Es gibt Unternehmen, da werden sich trotzdem diese Listen mit irgendwo ein paar Auswertungskriterien nochmal angesehen. Sagen, was ist sozusagen der Grund für diese Selektion? Und es gibt andere, die sagen, das ist halt so. Und dieses Thema spielt eine große Rolle, weil natürlich bei der Rekrutierung ganz viele Dinge stattfinden. Sie haben die Frage der zukünftigen Zusammensetzung der Belegschaft. Sie haben die Frage, sind die richtigen Leute gefunden worden? Sie können Gerechtigkeitsfragen, also wenn Sie zum Beispiel einen Algorithmus hätten, der quasi nur für alle Funktionen akademisch, sagen wir, sehr auf den Punkt selektierte Qualifikationen abfragt, dann kommen sie eigentlich gar nicht zu anderen. Also das ist am Ende eine große Herausforderung. Es ist unterschiedlich gelöst. Wir versuchen dem auch ein bisschen Herr zu werden und haben wir auch keine Mathematiker, die sozusagen in den Quellcode gehen können. Und ich sage mal, am Ende des Tages darf man nicht vergessen, das ist ja nicht so wie bei Prüfungsordnungen, dass die halbstaatlich oder in Zusammenarbeit zwischen Staat, Kultusthemen und Selbstverwaltung entstehen, sondern das sind am Ende kommerzielle Unternehmen, die nach irgendwelchen kommerziellen Kriterien für kommerzielle Unternehmen Auswahlsysteme machen. Und das Thema, wir haben in der Hans-Böckler-Stiftung dazu durchaus auch Diskussionen, versuchen Forschungsprojekte zu machen, um diese Kompatibilität zur Mitbestimmung wiederherzustellen. Eins darf nicht passieren, das gilt übrigens auch für andere Digitalisierungsaspekte der Mitbestimmung. Im Moment haben wir ja gerade Corona-Zeit. Da sind ja ein paar digitale Formate auf Zeit ermöglicht worden. Die Präsenzsitzung und Demokratie, wie sie im Betrieb stattfindet, für eine Zeit erweitert oder auch verändert. All diese Dinge sind nicht zu Ende diskutiert. Und wir dürfen eins nicht machen, da bin ich überzeugt, wir dürfen nicht nur Effizienzgesichtspunkte heranziehen. Da sind die Unternehmen immer schnell dabei. Unter dem Motto, brauchen wir jetzt hier nicht so langatmige Verfahren. Was ich mal übersetze, langatmige Verfahren ist ja auch Seriosität und Präzision. Und das ist eine Herausforderung, die wir noch nicht abschließend bewältigt haben. Da muss noch was kommen. Auch die HR-Community, Deutsche Gesellschaft für Personalführung beispielsweise, befassen sich damit. Also es wird schon ernst genommen, weil sie auch nicht Opfer von vielleicht falschen Algorithmen, was ich den Unternehmen nicht vorwerfe, sondern wir wissen es einfach nicht. Also da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Mhm. Könnten Sie sich vorstellen, dass ein Algorithmus oder grundsätzlich so ein computergestütztes Auswahlsystem auch eine weitere neue Chance für die Mitbestimmung bedeutet, weil ja alles gemessen und auch vorgehalten wird und es somit ja auch möglich ist, in die Vergangenheit zu schauen und dann auch wirklich nachzuvollziehen, hat das Unternehmen diskriminierungsfrei eingestellt, ist es wirklich zu der von uns gewollten Durchlässigkeit gekommen? Absolut. Also wir befassen uns nochmal, wir kommen aus einer analogen Geschichte, das ist bei uns 130 Jahre analog. Natürlich haben wir hier und dort die klassischen IT-Steps lange gemacht, das ist ja klar. Aber wir befassen uns als Gewerkschaft für die Gewerkschaftsarbeit, aber natürlich auch für die Mitbestimmungsarbeit im Betrieb mit dem Nutzen von KI. Und das ist eben nicht IT, das ist KI. Und das ist ja am Ende genau diese Frage, können wir aus den Informationen und Daten, die man eben auch für Mitbestimmung und gewerkschaftliche Fragen heranziehen kann, auch einen Qualitätsboost bekommen. Ich bin überzeugt davon. Deswegen behandle ich das auch nicht als irgendwie Bedrohung einer guten alten Zeit, sondern die Frage ist, können wir die Kräfte freimachen, können wir die richtigen Fragen stellen, um dann eigene Algorithmen oder die Algorithmen der anderen zu challengen und zu sagen, wie kann man daraus etwas ziehen? Das ist jetzt eine Frage von Management- und Kompetenzthemen. Bin im Gespräch mit weltweit mit Gewerkschaften, die das machen. Das sind jetzt nicht so viele, aber in Skandinavien gibt es welche, in den USA gibt es welche, die das machen. Ich bin mit den Unternehmen im Gespräch, die so etwas können. Und wir nähern uns dem Thema. Ob das dann dazu reichen wird, auch die Auswahlverfahren und ähnliche Dinge in der Mitbestimmung dann zu konditionieren, wird am Ende in jedem einzelnen Betrieb natürlich entschieden. Aber wir wollen zumindest so weit kommen, zu sagen, was ist denn unsere Vorstellung davon? Braucht man dafür eine Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes? Ich will mal so sagen, die letzte Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes war 2001. Die hat aber nur zwei Punkte umfasst. Also das war die Umstellung von einem tradierten Verständnis
der Belegschaften, Arbeiter und Angestellten zur Genderfrage, wichtiger Punkt. Und das zweite war die Möglichkeit der Betriebsräte, externe Fachreferenten hinzuzuziehen, damit sie auch ihre Kompetenzthemen. Da ist der Ansatzpunkt beispielsweise, sich auch beraten zu lassen und sich darum zu kümmern. Aber ansonsten ist das Betriebsverfassungsgesetz in seiner Grundarchitektur 1972. Jetzt werden auch andere Gesetze nicht ständig modernisiert. Aber ich würde doch mal sagen, wenn wir das wirklich ernst nehmen wollen, wenn übrigens die Unternehmen auch dafür sind, dass die Betriebsräte sich moderner aufstellen, dann müssen sie eigentlich mit uns der Meinung sein, dass wir das auch ein bisschen mal anpassen. Da gibt es aber so einen genetischen Impuls, der sagt, ja, es alles muss unglaublich modern und beweglich sein, aber das machen wir doch bitte nicht so, dass es auch ein Anspruch wird. Also ich sage mal, da gibt es ganz viele, aber gerade was die Digitalisierung anbelangt, ganz drängende Modernisierungsthemen auch in der Mitbestimmung. Und nehmen wir mal ein anderes Thema, abstrahiert das nochmal, Aufsichtsrat und Mitbestimmung. Wir diskutieren ja jetzt sehr stark über die Frage, und die Politik tut das, Lieferkettengesetz, Nachhaltigkeit, also Anforderungen an Unternehmen, die non-financial sind, die sozusagen wertebasiert und verantwortungsbasiert sind. Es gibt einen natürlichen Partner, der sitzt schon im Aufsichtsrat, nämlich die Gewerkschaften und die Arbeitnehmervertreter. Haben wir formal die Rechte dazu? Nein. Also frage ich natürlich, da könnte man auch digitale fragen, wie kriegt man eigentlich die Informationen in der Welt zusammengesammelt? Die Politik ist ja sehr auf dem Weg, selbst zu regulieren und Gesetze zu machen, Lieferketten und so weiter, alles schön. Aber es ging auch einfacher, uns sozusagen gemeinsam, wir haben eine ordentliche Sozialpartnerschaft, in den Unternehmen in die Lage zu versetzen, diese Dinge zu formatieren und dann auch digitale Informations- und Auswertungsmechanismen zu nutzen, liegt relativ auf der Hand. Also insofern, wenn man sehr pragmatisch an diese Frage herangeht, die Sie gestellt haben, ja, da drin stecken eine Menge Chancen. Kommen sie automatisch? Nein. Sie selbst haben Ihre berufliche Karriere über eine Ausbildung gestartet. Ich glaube, bei Bayer in Leverkusen, wenn ich richtig informiert bin. Und jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass Ihr Sohn sich aktuell auch um einen Ausbildungsplatz bemüht hat oder hat einen gefunden. Wenn Sie auf Ihre eigene Laufbahn blicken und das vielleicht auch nochmal mit Ihrem Sohn heute vergleichen, glauben Sie, dass ein Auszubildender heute die gleichen Chancen hat, wie Sie die damals hatten? Er hat mehr Möglichkeiten, aber nicht die gleichen Chancen. Warum sage ich das so? Mehr Möglichkeiten ist, die Durchlässigkeit hat sich einfach, was die Tools anbelangt, erweitert. Sie können heute mit oder ohne Abitur irgendwo einen studienähnlichen oder sogar einen Studienabschluss machen, wenn Sie dann die Möglichkeiten nutzen der Anerkennung von beruflicher Ausbildung und beruflicher Praxis. Das gab es zu meiner Zeit überhaupt nicht. Sie können an Universitäten andocken. Da gibt es natürlich auch ein paar inhaltliche Themen, die Sie nachholen müssen. Aber Sie können es tun. Und zwar nicht nur die klassische Abendschule, die es auch schon in den 70ern gab. Das heißt, es ist leichter geworden, wenn Sie wollen, aus einer Ausbildung heraus weiterzumachen. Das duale Studium ist schon ganz am Beginn quasi eine Erweiterung. Also mehr Optionen. Ist Ihre Frage mit Blick, hat er die gleichen Chancen? Er hat nicht die gleichen Chancen, wenn er das nicht tut. Ich habe das ja nicht getan. Ich bin dann nachher ausgebildet worden bei der Gewerkschaft und habe dort quasi meine Qualifizierung fortgesetzt. Aber wenn Sie es heute nicht tun, da gab es, sagen wir, in den 60er, 70er, 80er gab es mindestens Einzelfälle von dual Ausgebildeten, die sich innerhalb einer betrieblichen Entwicklungslinie, weil sie einfach besonders gut waren, weiterentwickelt haben. Also ich sage mal ein Beispiel, ich komme ja von Bayer, es gab dort Ingenieure von Bayers Gnaden, das waren überhaupt keine. Die hatten aber Führungsfunktion, weil sie einfach eine unfassbare Erfahrung mitgebracht haben. Das ist heute nahezu ausgeschlossen. Das hat auch ein bisschen mit Formalisierung zu tun, manchmal auch mit wirklich rechtlichen Anforderungen, was Verantwortung anbelangt, aber es ist einfach auch ein Überschuss an akademisch ausgebildeten Menschen da. Und die ersetzen heute, nehmen wir mal den klassischen, in der Chemie sehr starken Beruf oder Weiterbildungsberuf des Meisters. Das ist der klassische
Entwicklungsberuf für dual Ausgebildete. Und da gab es genau diese Möglichkeit, sich über diesen Hub weiterzuentwickeln. Der wird nicht ersetzt, aber er wird natürlich von vielen akademisch Ausgebildeten verdrängt. Übrigens soll das jetzt nicht so klingen, als wenn ich was dagegen hätte, sondern diese akademisch Ausgebildeten werden übrigens auch nicht bezahlt wie früher die akademisch Ausgebildeten, sondern das hat auch zu einer Nivellierung geführt, da wo die einsteigen. Das muss nicht unbedingt super attraktiv sein. Das kann sich dann entwickeln. Also eine gewisse Normalisierung von akademischer Ausbildung. Ich bin kein Riesenfreund, will das jetzt hier nicht aufmachen, vom Bachelor. Aber egal, jetzt mal. Das führt alles dazu, wenn Sie den Bachelor haben, das ist am Ende eine dreijährige Studienausbildung, dann behandeln die Unternehmen das auch so. Das heißt, es hat eine Nivellierung, eine Veränderung gegeben und für die duale Ausbildung, wenn Sie einfach nur als duale Ausbildung, in Anführungszeichen nur, kann man übrigens, wenn man ein ordentliches Unternehmen hat, auch von leben. Aber die Weiterentwicklungsmöglichkeiten bedeuten, dass man irgendeinen Zugang zu einer mehr oder weniger Weiterbildung sowieso, aber auch Akademisierung braucht. Sonst ist der Step eher schwieriger. Ein wichtiges Thema aus gewerkschaftlicher Perspektive ist immer das Thema Durchlässigkeit gewesen. Häufig ist es in Unternehmen so, dass in Anforderungsprofilen relativ starre Anforderungen vordefiniert werden. Sehr beliebt natürlich mittlerweile der Studienabschluss. Für Stellen, wo nicht zwangsläufig immer ein Studienabschluss auch tatsächlich erforderlich ist. Wenn wir jetzt zusammen einmal überlegen, vielleicht ein bisschen in die Zukunft gehen und uns überlegen, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt mal einen Algorithmus geben könnte, der einen Menschen in seiner Gesamtheit ein bisschen besser einschätzen kann, der auch in den verschiedenen Unternehmen Erfahrungen gesammelt hat, welche Profile in welchen Jobsituationen erfolgreich sind, könnte das nicht auch ein großer Gewinn für die Durchlässigkeit in unserer Gesellschaft sein? Ja, absolut. Also das finde ich einen extrem reizvollen Gedanken. Wie gesagt, das Misstrauen, ob die Parameter dann die richtigen sind, das lassen wir mal eine kleine Sekunde außer Acht. Es gelänge, ein faires, klingt ein bisschen missverständlich, ein faires Vermessen des Menschen, der dort für die Aufgabe gesucht wird, vorzunehmen. Dann kann das auch bei aller sagen wir, Science-Fiction-ähnlichen Betrachtung, kann das auch einen großen Beitrag zur Gerechtigkeit leisten und zur besseren Auswahl. Dazu gehören aber mehrere Parameter. Erstens muss derjenige, der jemanden sucht, auch wissen, was er sucht. Weil es beginnt ja schon, dass diese Stellen, um die es manchmal geht, standardisiert werden und so standardisiert werden, dass die immer gleich klingen. Das heißt, häufig ist sozusagen die Frage, wen suchen wir eigentlich für was, schon in sehr kleinen Kästchen sortiert. Und dann geht das eine Stufe weiter, Sie haben es beschrieben, dann werden auch die Parameter so sortiert und dann findet man auch diese Leute. Und in irgendeiner Weise funktioniert ein System immer. Ob es das Beste ist, finden Sie ja in der Regel gar nicht raus. Ich habe das vorhin schon mal in einer anderen Frage angesprochen. Wir funktionieren ja ein bisschen anders. Wir haben zwar auch versucht, das zu systematisieren, was unsere Anforderungsprofile anbelangt, aber eigentlich funktionieren wir nach etwas anderen Parametern. Wir suchen systematisch nach Persönlichkeiten, weil Gewerkschaftsarbeit am Ende des Tages stabile, entscheidungsfähige, starke Leute braucht. Das klingt ein bisschen heroisierend, meine ich nicht so. Aber am Ende sind sie immer in Situationen, wo Leute ihnen vertrauen, wo sie in Konflikten sind und wo ihnen am Ende selten 1000 Parameter bei der Entscheidung helfen. Manchmal müssen sie einfach klar sein und am Ende auch den Mut haben, die Dinge durchzustellen. Dazu brauchen sie Leute, die in sich stabil sein. Und dann brauchen die natürlich auch Kompetenzen, das ist ja logisch. Eigentlich suchen die Unternehmen die gleichen Leute, wenn sie an Führungskräfte, das schaffen die auch häufig genug. Und wenn sie sich die genau anschauen, gibt es sehr unterschiedliche Beispiele, aber in vielen, vielen Unternehmen wirken die wie geklont, weil die Parameter alle die gleichen sind. Und dann finden sie die auch. Ich will nicht sagen, dass das schlechte Leute sind, wie käme ich dazu, aber sie sind alle gleich. Und wenn Sie sich den Erfolg von manchen dieser Startups, die sind ja auch nicht alle erfolgreich, aber wenn man mal diese Geschichten sich anschaut, häufig ja übrigens, gut, das ist ein bisschen American Way of Life, aber häufig ja auch welche, die gesagt haben, ich mache jetzt den ganzen Kram nicht, ich mache jetzt was anderes und machen halt ihr Business, dann
dann ist es eben genau das. Die haben eine, von mir aus haben sie eine Vision, jedenfalls haben sie eine Mission. Und die Kraft führt sie dazu, dass sie die Dinge lernen, machen. Also insofern glaube ich, dass wenn man auf der Seite der Fragen, die ein Suchender stellt und die Antworten, die ein solches Measurement geben könnte, sachlich, vernünftig und menschlich bleibt und das versucht zusammenzubringen, werden viele, viele Fehlerquellen, viele, viele, sagen wir mal, Stereotype und viele, viele Diskriminierungen ausgeschaltet. Und das kann ein wichtiger Beitrag sein, nach vorne zu kommen. Am Ende ist das ist die Technik, ist die Auswahl, sind die Algorithmen auch menschengemacht? Das muss man halt berücksichtigen, aber das hatten wir ja schon an mehreren Stellen des Interviews. Ja, dann komme ich jetzt zur letzten Frage. Und meine letzte Frage wäre, Sie sind in vielen Unternehmen, zum einen natürlich in den Aufsichtsräten als Gewerkschaft mit dabei, aber haben eine wichtige Rolle in der Mitbestimmung eben bei der Entscheidung, welche Auswahlverfahren eingesetzt werden. Was würden Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen in den Unternehmen empfehlen? Ja, also wir haben darüber gesprochen. Ich glaube, wir brauchen eine neue Diskussion, eine, die tiefer geht, die gerade in Deutschland, sagen wir mal, noch eine andere Konditionierung hat als vielleicht international. Wir müssen das Thema diverse Teams für uns, glaube ich, nochmal aufrufen und sagen, was meinen wir damit? Und das Zweite ist, jedes Unternehmen, glaube ich, muss auch einen Beitrag leisten, dass das Messen der richtigen Leute, das Vermessen der richtigen Leute nicht nur in einer eindimensionalen Leistungslogik sich versteht, sondern dass man Teams, nehmen wir mal das Thema, das ja bei uns gesetzlich geregelt wird, was ist mit Schwerbehinderten? Das wirkt ja so etwas wie eine karitative Pflicht. Und im Zweifel bezahlt man es oder man macht es. Ich glaube, dass das hochoberflächlich ist. Natürlich ist jemand, der eine Behinderung hat oder der in irgendeiner Weise eingeschränkt ist, für ein Effizienzsystem, das sozusagen maschinenähnlich funktioniert, zunächst einmal eine Komplikation. Aber in einem breiteren Verständnis, und zunehmend verstehen die Unternehmen das mehr so, in einem Verständnis, dass eben den Kunden, die Gesellschaft, all das, was um ein Unternehmen, an Umwelt herum ist, auch ernst nimmt, ist das auch ein Wertschöpfungsbeitrag, den man, wenn man ihn richtig platziert, nutzen kann. Und so weiter und so weiter. Ich will das jetzt nicht ausführen. Also auf diese Diversität zu achten, aber auch eine eigene Definition voranzutreiben. Und das Dritte ist, ich glaube, man muss mit den begrenzten Möglichkeiten, die wir haben, trotzdem aufmerksam umgehen. Man darf sich aus meiner Sicht nicht zu schnell auf eine wie auch immer geartete praktische Standardisierung der Auswahl einlassen. Man muss irgendwie einen Alltag finden, na klar, aber man muss das immer wieder aufrufen. Meine Erfahrung ist, es wird immer wieder thematisiert, aber es gibt nie den Zeitpunkt, wo es passiert. Dass man mal kritisch auch mit der HR-Seite sagt, okay, jetzt gehen wir mal eine kleine Sekunde einen Schritt zur Seite und blicken mal auf unsere Erfahrungen der letzten Jahre so und so. Selten. Weil es ist immer ein hektisches Geschäft, es ist immer ongoing. Und am Ende möchte ich eins nicht. Und zwar für die HRler einer guten Company, das ist mein Leitbild, als auch für die Mitbestimmung. Dass die beiden das gar nicht entscheiden, sondern die SAPs dieser Welt. Das kann ja für beide nicht. Ohne dass ich was gegen SAP habe. Aber allein entscheiden dürfen die nicht, wen die Chemieunternehmen einstellen. Michael Vassiliadis, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch erstens für die gute Arbeit in den Forschungsprojekten, für die Idee und für das Engagement und bin gern gekommen. Vielen, vielen Dank. Gerne.